Ich hatte eigentlich nie unbedingt die Absicht, Intendant zu werden, weil ich den Beruf des Regisseurs sehr liebe. Ich glaube, ich hätte diese Aufgabe nicht übernommen, wenn es nicht in Stuttgart gewesen wäre. Ich kannte das Haus als Regisseur sehr gut und ich kannte auch den Geist, den es hier gibt. Eine Offenheit, ein Ensemblegedanke, wo es eine Art des gemeinsamen Arbeitens gibt. Auf allen Ebenen, alle Mitarbeiter, da gibt es wirklich einen eigenen Spirit. Das hat sicher einen wesentlichen Ausschlag gegeben. Auch das Publikum in Stuttgart, was ich als extrem interessiert empfinde. Gerade wenn man weniger gängige Werke im Spielplan hat, Uraufführungen, selten gespielte Werke. Das ist schon einzigartig hier. Es geht nie um die Musealisierung von Werken, sondern immer das, was Autoren, was Komponisten bewegt, nämlich für eine Gegenwart zu schreiben, um etwas über die Welt zu erzählen. Das sollten wir mit unseren Interpretationen dieser Werke auch, dass wir an einem kulturpolitischen, gesellschaftspolitischen Diskurs teilnehmen mit dem, was wir tun. Das heißt, wir müssen auch andere Formen entwickeln, der Erzählweisen für unsere Gegenwart, dass eben nächste Generationen hoffentlich weiter ins Theater kommen wollen. Musik